Vorhin waren es noch fünf Luftballons. Wo ist der fünfte Luftballon geblieben? Vorhin waren es noch fünf Luftballons. Wo ist der fünfte Luftballon geblieben? Vorhin waren es noch fünf Luftballons. Wo ist der fünfte Luftballon geblieben? Ahora mismo había cinco globos. ¿A fue el quinto globo? Warum liegt die Tablette auf deiner Zunge? Warum sieht sie aus wie ein Herz? Warum liegt die Tablette auf deiner Zunge? Warum sieht sie aus wie ein Herz? Warum liegt die Tablette auf deiner Zunge? Warum sieht sie aus wie ein Herz? Por qué tienes la pastilla en la lengua? Por qué parece un corazón? Ich bin Forensiker. Ich schaue mir den Schädel genau an. Ich bin Forensiker. Ich schaue mir den Schädel genau an. Ich bin Forensiker. Ich schaue mir den Schädel genau an. Soy un científico forense. Miro la calavera de cerca. Wir hatten einen tollen Urlaub am Strand. Morgens waren wir ganz alleine dort. Wir hatten einen tollen Urlaub am Strand. Morgens waren wir ganz alleine dort. Wir hatten einen tollen Urlaub am Strand. Morgens waren wir ganz alleine dort. Hemos pasado unas vacaciones estupendas en la playa. Por la mañana estábamos allí solos. Ich notiere mir die Bestellung eines Kunden. Er braucht einen bestimmten Baumwollstoff. Ich notiere mir die Bestellung eines Kunden. Er braucht einen bestimmten Baumwollstoff. Ich notiere mir die Bestellung eines Kunden. Er braucht einen bestimmten Baumwollstoff. Tomo nota del pedido de un cliente. Necesita un determinado tejido de algodón. Was ist auf deinem Gesicht? Was ist auf deinem Gesicht? Was ist auf deinem Gesicht? Ich war letztes Wochenende in Prag. Das ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik. Ich war letztes Wochenende in Prag. Das ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik. Ich war letztes Wochenende in Prag. Das ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik. Estuve en Praga el fin de semana pasado. Es la capital de la República Tcheca. Ich trage Inlineskater. Zur Sicherheit habe ich einen Helm und Protektoren. Ich trage Inlineskater. Zur Sicherheit habe ich einen Helm und Protektoren. Ich trage Inlineskater. Zur Sicherheit habe ich einen Helm und Protektoren. Llevo patines en línea. Tengo un casco y protectores para la seguridad. Ich brauche ein Asthmaspray. Damit kann ich besser atmen. Ich brauche ein Asthmaspray. Damit kann ich besser atmen. Ich brauche ein Asthmaspray. Damit kann ich besser atmen. Necesito un inhalador para el asma. Me ayuda a respirar mejor. Ich werde dich immer auf Händen tragen. Ich werde dich immer auf Händen tragen. Ich werde dich immer auf Händen tragen. Siempre te llevaré in mis Manos. Heute sind neue Stoffe eingetroffen. Sie sind in sechs Farben erhältlich. Heute sind neue Stoffe eingetroffen sie sind in sechs farben erhältlich heute sind neue stoffe eingetroffen sie sind in sechs farben erhältlich hoy han llegado nuevas telas están disponibles en seis colores. dort steht unser flugzeug gleich können wir einsteigen. Dort steht unser Flugzeug. Gleich können wir einsteigen. Dort steht unser Flugzeug. Gleich können wir einsteigen. Ahí está nuestro avión. Podemos abordar en un momento. Ich bin Schauspielerin und spiele einen Vampir in einem Fernsehfilm. Ich bin Schauspielerin und spiele einen Vampir in einem Fernsehfilm. Ich bin Schauspielerin und spiele einen Vampir in einem Fernsehfilm. Soy actriz interpreto a un vampiro en una Seit meiner Kindheit spiele ich Tennis. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Club. Seit meiner Kindheit spiele ich Tennis. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Club. Seit meiner Kindheit spiele ich Tennis. Ich bin seit 20 Jahren in diesem Club. Llevo jugando al tenis desde que era un niño. Llevo 20 años en este club. Ich spiele Fußball und habe gerade für viel Geld den Verein gewechselt. Ich spiele Fußball und habe gerade für viel Geld den Verein gewechselt. Ich spiele Fußball und habe gerade für viel Geld den Verein gewechselt. Juego al fútbol y acabo de cambiar de club por mucho dinero. Sollen wir grüne oder rote Äpfel kaufen? Welche magst du am liebsten? Sollen wir grüne oder rote Äpfel kaufen? Welche magst du am liebsten? Sollen wir grüne oder rote Äpfel kaufen? Welche magst du am liebsten? Debemos comprar manzanas verdes o rojas. ¿Cuál le gusta más? Kannst du bitte die Äpfel in Stücke schneiden? Kannst du bitte die Äpfel in Stücke schneiden? Kannst du bitte die Äpfel in Stücke schneiden? Kannst du die Äpfel in Stücke Wir haben unsere Hochzeit am Strand gefeiert. Es ist zwei Jahre her. Wir haben unsere Hochzeit am Strand gefeiert. Es ist zwei Jahre her. Wir haben unsere Hochzeit am Strand gefeiert. Es ist zwei Jahre her. Celebramos nuestra boda en la playa. Fue hace dos años. Ich zeige dir, wo du es finden kannst. Es ist ganz einfach. Ich zeige dir, wo du es finden kannst. Es ist ganz einfach. Ich zeige dir, wo du es finden kannst. Es ist ganz einfach. Te mostraré, donde puedes encontrarlo. Es muy sencillo. Wir sind Geschwister. Wir halten immer zusammen. Wir sind Geschwister. Wir halten immer zusammen. Wir sind Geschwister. Wir halten immer zusammen. Somos hermana y hermano. Siempre nos mantenemos unidos. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ahora habrá algunas repeticiones. Heute ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht meiner Stadt. Heute ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht meiner Stadt. Heute ist mein Scheidungstermin im Amtsgericht meiner Stadt. Hoy es mi Audiencia de Divorcio en el Tribunal Local de mi Ciudad. Künftig wird es an den Bahnhöfen mehr sichere Abstellplätze für Fahrräder geben. Künftig wird es an den Bahnhöfen mehr sichere Abstellplätze für Fahrräder geben. Künftig wird es an den Bahnhöfen mehr sichere Abstellplätze für Fahrräder geben. En el futuro habrá más aparcamientos seguros para bicicletas en las estaciones de tren. Der Bagger ist gekommen. Er wird die Baugrube ausheben. Der Bagger ist gekommen. Er wird die Baugrube ausheben. Der Bagger ist gekommen. Er wird die Baugrube ausheben. Ha venido la excavadora. Él cavará el hoyo. Willst du das Sonnenblumenfeld durchqueren? Das Feld ist sehr groß. Willst du das Sonnenblumenfeld durchqueren? Das Feld ist sehr groß. Willst du das Sonnenblumenfeld durchqueren? Das Feld ist sehr groß. ¿Quieres cruzar el campo de girasoles? El campo es muy grande. Ich halte den Turm fest. Du kannst noch einen Bauklotz darauf setzen. Ich halte den Turm fest. Du kannst noch einen Bauklotz darauf setzen. Ich halte den Turm fest. Du kannst noch einen Bauklotz darauf setzen. Estoy sosteniendo la torre. Puedes poner otro bloque de construcción encima. Ich arbeite mit Holz. Daraus kann man viele Dinge herstellen. Ich arbeite mit Holz. Daraus kann man viele Dinge herstellen. Ich arbeite mit Holz. Daraus kann man viele Dinge herstellen. Trabajo con Madera. Se pueden hacer muchas cosas con él. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun sollen. Mir gefällt deine Idee nicht. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun sollen. Mir gefällt deine Idee nicht. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich tun sollen. Mir gefällt deine Idee nicht. No sé si realmente deberíamos hacer esto. No me gusta tu idea. Die Blumen in den gelben Stiefeln sehen gut aus. Wer hat dich auf die Idee gebracht? Die Blumen in den gelben Stiefeln sehen gut aus. Wer hat dich auf die Idee gebracht? Die Blumen in den gelben Stiefeln sehen gut aus. Wer hat dich auf die Idee gebracht? Las flores de las botas amarillas se ven bien. Quién le dio la idea? Weißt du, warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Weißt du, warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Weißt du, warum das Pferd diesen besonderen Schmuck trägt? Ich bin 30 Sekunden schneller als letzte Woche. Das Training hat sich gelohnt. Ich bin 30 Sekunden schneller als letzte Woche. Das Training hat sich gelohnt. Ich bin 30 Sekunden schneller als letzte Woche. Das Training hat sich gelohnt. Soy 30 segundos más rápido que la semana pasada. El entrenamiento ha merecido la pena. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Nur die Decke fehlt. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Nur die Decke fehlt. Die Reparaturen sind fast abgeschlossen. Nur die Decke fehlt. Las reparaciones están casi completas. Solo falta el techo. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. No olvides suscribirte a este canal. Und gib uns bitte ein like. Y por favor, danos un like.